ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist Nadine Ehrenreich und Jürgen Lingmann. Beide langjährige Schauspielerinnen und Schauspieler der Württembergischen Landesbühne und seit vielen, vielen Jahren oder vielleicht sogar zeitlebens freischaffende Künstler. Ja. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten ein ganz, ganz schwerer Job, oder? Beschreibt mal. Ja, also Job ist eben genau der Punkt. Und zwar ist es so, dass wir natürlich jetzt von jetzt auf gleich überhaupt keinen Job mehr haben. Also ich erinnere mich, dass um den 16. oder 13. März herum. Freitag der 13. war der Lockdown und das kleine Theater, an dem ich zum Beispiel arbeite, hat dann auch natürlich unmittelbar reagiert. Die liegen in Ulm, was wiederum noch Bayern ist. Und da war es sogar noch strenger. Und dieses Theater hat gleich zugemacht. Ich muss sagen, dass ich insofern Glück hatte, dass die Intendantin dieses Hauses, wir waren mitten in den Proben zu einer Komödie, 4 Personen, dass die Intendantin dieses Hauses, die das Theater privat stemmt, uns dann, nachdem sich herauskristallisierte, dass so schnell eine Öffnung und ein Weiterarbeiten nicht möglich ist, uns die geleistete Arbeit noch vergütet hat, obwohl es für sie auch dann schon schwer war. Das heißt, wir haben zumindest noch einen Abschlag bekommen. Aber dann hieß es freier Fall. Also man saß wie ein Karnickel da und dachte, und jetzt? Und es dauerte ja dann auch noch eine Weile, bis sich die ersten Soforthilfemaßnahmen dann in Gang kamen. Aber das ist ja nun für uns inzwischen auch so, dass es eben nicht absehbar ist, wann das aufhört. Also man spekuliert darüber, wann eventuell Fußball gespielt wird, unter welchen Bedingungen, aber ja, also die Theater haben ja schon für diese Spielzeit alle ihre Spielpläne inzwischen gekappt und es ist nicht möglich, Kulturbetriebe zu öffnen und das bedeutet für uns, dass wir höchstwahrscheinlich sogar bis zum Ende des Jahres nicht mehr arbeiten können in unserem erlernten Beruf. Ui. Ja. Und Jürgen, du bist ja lange auch am Staatstheater in Stuttgart gewesen und jetzt aber seit 2 Jahren dann Freischaffender. Ja. Mit dem Wechsel von Armin Petras, als Kosminski gekommen ist, der neue Intendant, die bringen dann immer ihre neuen Ensemble selber mit und komm her, Kreti. Und ja, und damit war ich sozusagen wieder selbstständig und ja, und habe mit diesem Jahr, hätte ich jetzt zurzeit eigentlich 2 Inszenierungen gemacht und das Schlimme für mich war eigentlich, also wahrscheinlich für dich auch, dass mit diesem 13. März da war ich übrigens früh um 10 Uhr in Darmstadt zum Frühstück, weil ich nachmittags eine Vorstellung gehabt hätte, ist ausgefallen. Ach was, ja, schon. Okay. Ich war schon dort, ja, ja. Ja, aber das Schlimme für mich ist eigentlich, ich hätte eine Inszenierung in Stendal gemacht, ein Sommertheaterproduktion, beginnend am 7. April. Und das Schlimme ist eigentlich, dass man immer versucht hat, noch hinzuhalten, was wird denn jetzt, was kommt auf uns eigentlich zu, bis dann so nacheinander, ich habe noch Online-Trainings mit Krötzingen, wo ich Cyrano de Bergerac inszeniert hätte, jetzt auch für diesen Sommer und da konnte ich noch Online-Proben machen und auch da war es so, vielleicht können wir doch noch im Sommer vielleicht vor halbem Publikum spielen oder halbvollem Saal oder so. Ja, und jetzt wissen wir, dass das alles wegbricht nacheinander. Und das bedeutet für uns natürlich, unser Job ist, ich arbeite noch als Dozent an der Hochschule, auch noch. Als Freischaffender muss man ja sehr vielseitig sein. Ja. Ja, und die Hochschule ist auch hin und her gewesen. Wann wird die Hochschule wieder aufgemacht? Welche Unterrichte dürfen überhaupt stattfinden? Seit heute früh weiß ich, dass die Hochschule ab heute geöffnet wird, aber natürlich unter strengsten Voraussetzungen und Regeln. Und ich darf Einzelunterricht, Monologunterricht, Schauspielunterricht geben ab morgen dann. Okay. Ja. Ja. Und um nochmal zu sagen, wir arbeiten ja mit Menschen. Ne? Wenn ich als Regisseur arbeite, ich ja mit Menschen und für Menschen. Wir brauchen ein Publikum.
natürlich. Ja. Ne? Ja. Und das bedeutet ja einfach mal so unterm Strich, nichts geht. Ja. Ja. Das heißt, dass der Bereich Schauspiel, der lag da wirklich die letzten 7 Wochen da nieder. Ja. Wie habt ihr euch die Zeit vertrieben? Ja, also unterschiedlich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich unterrichte außerdem eigentlich noch in der Pflegefachkraftschule und dort unterrichte ich Kommunikation, Selbstpflege, alles, was mit Wahrnehmen, Beobachten zu tun hat. Auch das fiel erstmal flach oder ist auch weiterhin noch nicht, findet nicht statt. Dort wird sich auch sehr bemüht, ob man Online-Unterricht geben kann. Und da habe ich mich jetzt versucht, in irgendeiner Form zum Fuchs zu machen. Also ich habe mir inzwischen sämtliche Portale angeguckt, auf denen man irgendwie online arbeiten kann. Das haben sicherlich viele jetzt gemacht. Deswegen ist auch sämtliches Equipment nicht zu bekommen. Man sitzt irgendwie da und wird vertröstet. In 4 Wochen kriegen sie dann das eine Kabel. Und also es ist unfassbar. Und was ich eben noch gemacht habe, ich unterrichte außerdem, und das funktioniert auch nicht, das heißt, ich habe ja auch 3 Jobs. Ich bin Dozentin, ich bin Schauspielerin und arbeite auch noch in Studios für ganzheitliche Bewegung und Tanz. Ja. Unterrichte also Bewegung und Tanz. Grooven nennst du das, ne? Ja, nennt genau. Sich das zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganzheitliches Tanzformat. Und das habe ich bis jetzt unterrichtet, habe eine tolle Community hier aufgebaut in Esslingen. Und das lag auch alles flach. Du kannst dich nirgendwo treffen, um zu tanzen. Ja. Und nachdem es den Leuten ja allen nicht so gut geht, habe ich dann mit ein paar anderen Groove-Freundinnen Folgendes gemacht. Wir haben ein Wohnzimmerstudio eröffnet und haben jetzt in den letzten 6 Wochen jeden Abend die Leute eingeladen, aus unseren Wohnzimmern heraus, in ihren Wohnzimmern mit ihnen zu tanzen. Ach was, ja. Okay. Und du hast mitgemacht, Jürgen, oder? Ich habe manchmal mitgemacht. Ja, Jürgen hat manchmal mitgemacht. Also eine, was für mich verrückt ist, ist, das hat so einen Anklang gefunden und man sieht immer ganz viel glückliche, vorwiegend Frauen. Mhm. Glückliche Frauen. Und ich meine, das ist doch in so einer Zeit, was finde ich schon was ganz Besonderes, dass man Menschen emotional erreicht, also dass man sie zum Bewegen bringt und dass die Spaß haben und dass die mal lachen. Ja. Am Tag, ja, und dass man so ein bisschen den Scheiß, Entschuldigung, aber ich meine, so, ja, die Pandemie da mal vergisst. Das finde ich, ich habe das sehr bewundert. Also, aber Geld lässt sich damit ja dann auch nicht verdienen, oder? Naja, also nein. Erstmal haben wir das natürlich aus Spaß an der Freude gemacht natürlich lässt sich damit nicht wirklich Geld verdienen. Man muss dazu auch sagen, als ich das noch face-to-face gemacht habe und in die Studios gegangen bin, war das auch immer nur ein Zubrot. Denn als Trainer, das wissen die Trainer hier im Raum, ist es sicher so, dass man das sehr schwer als Hauptberuf machen kann, beziehungsweise dann muss man schon sehr, sehr viel arbeiten. Das heißt, ich habe mir das immer so als zusätzliche Arbeit hatte ich das. Und mir war das jetzt erstmal ein Anliegen, dass ich meine Leidenschaft, mich zumindest zu bewegen und ein bisschen tanzen kann, das mit den Menschen zu teilen, die das auch tun. Und das Geld verdienen war dann erstmal zweitrangig. Jetzt ist es aber so, inzwischen das so, dass wir einen gewissen Aufwand haben, den wir nicht mehr kosten, also den wir zumindest decken müssen. Und jetzt verlangen wir ein bisschen was dafür. Okay. Wie macht ihr das jetzt rein organisatorisch? Also macht man dann irgendwie, muss man vorher zahlen und dann kriegt man den Kanal freigeschaltet? Ja, wie genau. Stelle ich mir das vor? Es gibt, es machen inzwischen viele Sportvereine. Okay. Und zwar gibt es da ein Online-Programm, die bieten das auch an die Sportvereine umsonst an. So ähnlich wie es Zoom gibt es auch extra so ein Online-Kaching-Programm. Ja. Und da kriegen die Leute dann einfach, die müssen sich einen Account zulegen, dann zahlen sie auf die Zahlungsart, die sie möchten. Das wiederum wird dann an den Anbieter weitergeleitet und der wiederum öffnet dann die Pforten für die Leute, die gezahlt haben. Tja, bei Laufen ist es schwierig. Ich überlege mir gerade, ob ich meine Laufgruppen so auch irgendwie in die Laufschuhe bringen kann. Das ist das Harte, du kannst ja nicht das Handy mittragen beim Laufen. Ja, aber das macht man einfach eine Stunde vorher, ne? Man macht sozusagen, Kasse ist zu, eine Stunde vorher. Ja. Ne? Ja, Mensch. Aber also, das stimmt, du müsstest dir dann so eine Cam an den Kopf machen. Die Leute sind ja sehr, also ich meine, ich habe bis letzte Woche auch noch online probiert. Mm. Ja, ich hatte bis zu also 10 probiert, muss man kurz nochmal erklären, heißt in als der Regisseur man probt. Man probt. Genau.
am Schirm. Ja. Ja? Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es tatsächlich auch, wenn ich habe Regie von meinem Wohnzimmer hier aus gemacht, und dass man mit 10 Leuten im Dialog, ja, die zusammen sprechen und sich manchmal auch überlappen und so, dass man so viel auch am Schirm machen kann. Das hätte ich nie gedacht. Ja. Man kann über Haltungen sprechen, man kann eine Haltung so probieren, so probieren. Und die Leute haben echt Spaß gehabt, cool. Schauspieler. Ja. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das auch funktioniert. Ja. Aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann muss man auf die Bühne. Ja. Dann ja. muss man spielen. Also, ja. Also heißt der Schauspieler. Insgesamt würde ich sagen, also was wir beide festgestellt haben, alle haben private Sorgen, das ist natürlich klar. Jeder macht sich Sorgen und es besteht ein immenses Bedürfnis, also egal auf welcher Ebene, ob man kreativ arbeitet, natürlich erstmal an Kontakt zu anderen Menschen. Mm. Das Bedürfnis ist ganz groß und es besteht, habe ich den Eindruck, auch ein großes Bedürfnis, wirklich möglichst gemeinsam natürlich mit anderen Menschen sich in irgendeiner Form entweder zu bewegen oder auszudrücken oder einfach mal eine Stunde gemeinsam glücklich zu sein oder sich den Alltag zu vergessen, was ich natürlich verstehen kann, gerade in unserer Situation, wir wissen nicht, wie lange wir das jetzt noch so aushalten. Also ich habe mir schon die App für die hier die Landwirte in der Umgebung runtergeladen. Hui, okay. Naja. Also das heißt Erntehelfer oder dergleichen, meinst du? Okay. Ich habe eine Freundin, eine Kollegin von mir, mit der ich die Komödie hätte proben sollen. Die ist, glaube ich, noch mal um die 15 Jahre älter als ich. Komm her, Kitty. Unser Kätzchen stört das. Nein, die stört nicht. Das ist doch schön. Das werden wir filmen und einblenden. Ja. Auf jeden Fall. Also meine Kollegin, die auch noch ein wenig älter ist als ich, die ist auch freischaffende Schauspielerin, lebt in München und die sehe ich auf den Hopfenstauden. Aha. Also die arbeitet auf dem Hopfenfeld. Okay. Ja. Ja. Es ist natürlich, es ist wirklich, es geht so langsam los. Ich kann von dem paar Stunden Unterricht natürlich auch nicht leben. Ja. Und das kreist natürlich im Kopf, wie geht das weiter, weil diese Unterstützung, die man bekommen hat, die reicht natürlich hinten und vorne nicht. Das, ja, also sie ist ja für 3 Monate ausgelegt und nicht für bis Ende des Jahres. Das kann man vergessen. Und bei uns ist es ja auch so, also wenn ich eine Inszenierung mache oder wenn ich irgendwo am Theater arbeite, oder dann bedeutet das, dass man jetzt schon vorplant. Das bedeutet, ich müsste jetzt für September, Oktober spätestens vorplanen, eigentlich für nächstes Frühjahr schon. Ja. Geht aber nicht. Aha. Kein Theater macht jetzt einen Vertrag mit dir. Ja, natürlich. Das heißt, alle wissen nicht, wie es weitergeht. Ich werde ich weiß nicht, es kann sein, dass ich durch die ausgefallene Inszenierung in Stendal, wo ich auch keinen Ersatz bekomme, nichts, die Gage ist weg. Ja. Weil die Theater ja selber das auch nicht finanzieren können, so ein kleines Stadttheater, die Gage ist weg und der Intendant hat mir versprochen, Jürgen, wir versuchen dann nächste Spielzeit oder übernächste Spielzeit was zu machen. Ja, davon kann ich auch keine Miete bezahlen. Ja, ja. Und die Planung, diese ewige Vorplanung, das fällt uns auf die Füße natürlich. Ja. Und deswegen ist, was Nadine sagt, ich werde höchstwahrscheinlich auch mich kümmern, artfremd zu arbeiten. Aha. Also, wenn jemand irgendwie eine Idee hat, dann soll er sich bei uns melden. Wir sind Allrounder. Ja. Ja. Wir werden natürlich auch deine Stunde mal einblenden, sodass man sich da gerne mal einloggen kann und mitmachen kann oder zuschauen kann. Und ansonsten kann ich nur wirklich sagen, toi, 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 und wir wünschen euch alles Gute. Vielleicht abschließend noch von euch, gibt es irgendein... eine ganz, ganz kleine Kostprobe aus vielleicht einem Lieblingstheaterstück von dir, eine Rolle, ein Satz, den du parat hast, haben wir vorher gar nicht besprochen, aber ich dachte irgendwie, was will er? Was will er? Was will er? Wir können einen kleinen Auszug aus Nein, was denn? Keine Ahnung. Nein. Was denn? Was denn? Wegen meines Mannes? Was? Ja. Hör auf, Nadine. Nein. Wir haben jetzt das letzte halbe Jahr eine Komödie gespielt. Ja. Und das war wirklich toll. Da haben wir gemeinsam gearbeitet und er war wirklich Publikumsliebling. Und er hat den Inspektor Hühnerbein gegeben. Polizeikommissariat Tempelhof, Polizeiinspektor Hühnerbein.
Genau. Ja. Und das war der Knaller. Auf Schön. Jeden Fall. Also ganz herzlichen Dank euch und alles Gute. Ja. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Alles Gute. Bleibt gesund.